Einen besinnlichen 14. Dezember 2021 und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie und du befindest dich mittendrin in meinem kreativen Adventskalender. Jeden Abend im Advent zeige ich dir eine sternige Bastelidee, die du fast immer schnell nachbasteln kannst. Und anschließend gibt es die Sterne des Tages aus unserem Sternenpost-Adventskalender. Für die kreative Idee heute öffne ich mal den Adventskalender. Ich habe hier die Box Nummer 14. Das ist eine sechstackige Sternenbox. Wenn du die nachbasteln möchtest, die gehört in meine Reihe 24 Adventskalenderboxen. Anleitung verlinke ich dir da oben beim i. Genau, ich mache mal die Box wieder zu. Ist witzig, ne? Lege ich da hin. Und hier, das war drinnen, natürlich passend bunte Sternchen in Gold, in Grün. Und zwar ist das Lodengrün und Seladon und in Weiß. Ja, und daraus basteln wir heute. Kreative Idee. Und da ist endlich nach vielen Sternen mal wieder eine Karte dran. Ich habe mir Tee gekocht. Heute gibt es ruhige Stunde aus meinem Sternen. Sternen, bin natürlich völlig versternt, ne? Mit meinem Tee-Adventskalender. Ja, der ist gut. Der schmeckt auch sehr gesund. Ich mag das ja sehr, wenn die so gesund schmecken und ich das Gefühl habe, mein Kräuterbeet wäre drin. Okay, mir ist noch was anderes eingefallen. Ich zeige euch erstmal die Karte. Das ist hier außen, vom Himmel gefallen und für dich gefangen. Und da habe ich mir gedacht, da ist heute mal fällig so ein echter Sternenregen. Na, wie findest du? Also ich mag sie sehr. Ja, ganz einfache Sache. Pop-up ist ja immer sehr beliebt. Unfold würden wir sie auch nennen, also Spaßkarte. Karten, die was können. Ja, die basteln wir gleich. Bevor es losgeht, habe ich mir gedacht, eine Karte gibt es noch. Bis 24. ist bei der hoffentlich guten Abwechslung noch eine Karte drin. Und da kannst du doch mal wieder was entscheiden. Ich hätte Vorschläge. Das ist keine weihnachtliche Karte, keine adventliche Karte. Würde ich aber dann machen. Und zwar ist das die sogenannte Impossible Card. Die habe ich mal als Geburtstagskarte gezeigt. Da kann man flach im Brief legen. Hat aber so eine witzige Faltung. Also es ist schon recht schnucki, weil das steht dann auch so schön auf dem Tisch, wenn man das so verschenkt. Ne? Das sieht so gut. Ja, also die Impossible Card wäre Nummer 1. Nummer 2 wäre, die nenne ich immer so gerne Inside Out Card, weil mein Englisch, die Innenseite kommt nach außen, genau, und die Außenseite nach innen. Ja, als adventlich-weihnachtliche Karte, vielleicht dieser Mechanismus, wäre die Idee Nummer 2. Und Nummer 3 habe ich mir gedacht, ja, hatten wir noch nicht gezeigt, zumindest nicht die Anleitung, die Karte schon und im Workshop gebastelt, eine Peek-a-Boo-Card, und zwar diese hier. Aber auch wieder adventlich-weihnachtlich oder Jahreswechsel hätten wir ja auch noch. Ja, oder die Variante. Okay, nochmal zum Benennen. Nummer 1 wäre die Impossible-Card. Nummer 2 die Inside-Out-Card und Nummer 3 die Peek-a-Boo. Ja, welche möchtest du sehen? Schreib mir das am besten. Vielleicht nicht jetzt hier im Chat, sondern also unter das Video in die Kommentare. Richtig, weil da finde ich es eher. Okay, jetzt geht's aber zu unserer Sternenkarte heute. Und da legen wir auch gleich los. Wir brauchen einen Kartenrohling. Da habe ich genommen 14,8 mal 21 cm in der Mitte gefalzt. Darauf brauchen wir Mattungen für außen drauf und für innen rein. Und du kennst das ja schon, ich mache das immer gerne ein bisschen unterschiedlich. Also hier habe ich mit Mattung außen gearbeitet, mit dem Lodengrün und dann nochmal ein Designerpapier draufgeklebt. Jetzt nehme ich dieses Designerpapier und klebe es in der Größe drauf 14,3 mal 10 cm. Und innen rein kleben wir zwei Designerpapiere in der gleichen Größe. Die Karte wird jetzt mal nicht ganz so sehr blinken wie die andere, würde ich sagen. Wir kleben schon mal los, weil das hier innen kann rein. Und ich nehme deswegen auch die mattere Seite und nicht die bunte. Also nicht die mit dem goldenen. Das ist übrigens das Designerpapier Ewiges Eden. Gibt es im Moment noch. Gerade so. Frag einfach, wenn du es bestellen möchtest, wie das geht. So, innen rein Nummer 1. Und Innenreihen Nummer 2. Und mit ein bisschen Fantasie ist das vielleicht sowas wie ein Sternenschnuppen-Himmelsschweif. Was auch immer. Außen drauf klebe ich das Große, das Dunkle. Bei dem anderen habe ich ja einen goldenen Stern mir vorbereitet. Hier werden wir jetzt
Weißen nehmen. So, jetzt haben wir hier die weiße Mattung. Also wir haben das Gold und Dunkelgrün, Lodengrün mit dem Weiß auch aufgehübscht. Und legen jetzt hier vorne drauf einen weißen Streifen. Ruhig auch ein bisschen weiter oben. Du weißt ja, die Mitte ist am besten angelegt, wenn es etwas höher liegt. Den Streifen also etwas weiter hoch. Und dann würden wir mal wieder embossen. Und dafür habe ich hier das Grün genommen, das Lodengrün. Wischen wir einmal sauber. Ich habe hier auch einen Pinsel zum Wischen zum Beispiel. Nehmen das Embossing-Zubehör, dazu haben wir das Stempelkissen, das ist ein Versamark-Stempelkissen. Was ist der Vorteil daran? Das ist ein Stempelkissen, was feucht stempelt und man kann dann eben das Embossing-Pulver da reinstreuen und das dann anschließend einbrennen. Schauen wir mal, ob das funktioniert, wie wir uns das denken. Puste dann immer nicht in den Napf, sondern in die Gegend. Gucken, dass überall was hingekommen ist, wo es hin soll. Ja, wir lassen es einfach drauf ankommen. Wir nehmen den Föhn und los geht's. Da kannst du schon mal schauen. Jo, eingebrannt auf einem dunklen Karton, finde ich, sieht das auch immer wieder ganz schick aus. So, siehst du es? Ich das und hinten, da puste ich noch einmal drüber mit meinem Föhn. Aber dann ist es auch okay. So, und dann setze ich das hier mit Abstandsklebepunkten drauf. Nehme mal der Einfachheit halber hier unten die ganze Leiste und klebe das einmal rüber. Ich wollte ja sagen, mein Streifen ist etwas schief. Was denkst du? Okay, reden wir nicht drüber. Ja, jetzt sieht man es. Ja, trotzdem wird es sehr schön und im Vergleich zu hier ist es eben auch eine schöne Variante. Und jetzt suchen wir unseren Stern, den habe ich geprägt. Mal gucken wir mal, die Musikalität hier kennt ja keine Grenzen. Ich denke, so rum ist er richtig. Nehmen wir wieder Abstandsklebepunkte, also ruhig noch eine Schicht oben drauf. Dass wir das in das Mittelstück hier kleben, auf den Streifen. Da setze ich jetzt eben auch meine Abstandsklebepunkte drauf. Genau. Und so etwas gerade oder schief müssen wir uns jetzt überlegen. Notenzeilen sind ja gern gerade. Aber wir können es auch minimal schon. So. Und dann setzen wir hier außen drauf einfach noch ein paar weiße Sterne. Und zwar einen da oben hin. Jo, da sitzt er gut. Lebt schön. Und wollen wir es mit Gold wagen? Nee, nee, wir nehmen noch einen weißen. Ist natürlich die Frage, ob der uns dann am Ende fehlt. Beziehungsweise nehmen wir einen weißen. Glaubst du, ich habe die ganze Zeit Sterne gedreht und gemalert und gedreht durch meine Stanzmaschine. Und jetzt fehlt ein weißer Stern. Nee, da ist er. Nee, das ist er nicht, ne? Der ist nicht ganz weiß. Das ist ein Klebestern. Variante. Moment. Nix geht hier. Der ist es. Hab ihn. Ja, den setzen wir hier drauf. Und da außen hin. Da sitzt er schön. Okay, zwei Varianten schon mal außen drauf. Und jetzt wird innen rein gestaltet. Und wie geht dieser Mechanismus? Ich klappe das mal ganz auf. So guckst du dir es an. Ja. Da könnten wir also da hinten dann mal unseren Stern gegenstellen. Aber damit du das schön siehst, machen wir das so. Und das genauso gestalten wir das jetzt hier. Ja, ich habe mir dafür einen Kreis gestanzt. Und dann. Ja, bestimmt früher schon gemacht, kannst dich erinnern, da gab es irgend sowas mit so einer, ach, dass ich so die, ja, genau,
Mit einer Kerze und dieser Spirale und einer Stricknadel. Metallstricknadel. Die wurde da oben reingesetzt, kleines Loch. Und dann wurde das Ganze übers Teelicht gestellt. Was einem so alles einfällt. Na, Teelicht, Abstand, Brandmeister, Wasserschüssel, ist klar. Und dann fängt diese Spirale an sich zu drehen. Sieht total cool aus. Fällt mir gerade ein. Ja. Gut, okay. Kennst du das? Vielleicht kennt das ja jemand. Ich schneide jetzt hier mal nochmal eine Spirale, damit du siehst, dass das wirklich einfach ist. Ich überlege mir einen Abstand und das mache ich jetzt wirklich frei Schnauze. Weil was soll passieren? Ich habe ja noch einen Notkreis und einen habe ich schon fertig, also da kann nichts schief gehen. Und dann schneide ich das spiralförmig, möglichst immer mit dem gleichen Abstand. Kannst dir das natürlich auch fein säuberlich ausrechnen, aufzeichnen, wegradieren, wenn du fertig bist. Aber man kann dort auch einfach hier schnibbeln. Gib's zu, in den letzten Tagen hast du schon überlegt, jetzt fällt dir wahrscheinlich nichts mehr ein, videomäßig, oder? Hast du? Hast du überlegt? Ich auch. So, aber jetzt kommt da noch ein paar Ideen. Hier, diesen Knubbel, den finde ich ein bisschen übertrieben, also schnibbel ich den noch so ab und dann passt das mit dieser Spirale. Genau, so einfach geht das. Da ist sie fertig. Und die bauen wir uns jetzt hier rein. Ich nehme jetzt trotzdem mal diese. Und zwar nehme ich natürlich wieder meinen Lieblingsklebstoff, das doppelseitige Abreißklebeband. Beachte aber, dass ich das natürlich nicht über den Rand klebe. Sonst funktioniert es nicht. Klebe hier unten ein Stück hin. Und werde hier meine Spirale anfangen lassen und setze das genau mittig hier rein. So, Nummer 1. Und damit wir das beim Öffnen da oben haben, ist natürlich ganz klar, wie es weitergeht. Wir setzen so einen Klebepunkt hier oben auf die Spitze der Spirale. Wir treiben es förmlich auf die Spitze. Dann machen wir das Ganze zu und dann machen wir es wieder auf. Upp, nehmen noch mal einen Klebestreifen. Das war wieder der Vorführeffekt. Man kennt das. Aber der zweite Versuch wird perfekt. So, jetzt überstehen. Klebefleck auf. Andrücken, nochmal gegendrücken und du siehst, das Ganze hält. Und wir können jetzt das Ganze ausgestalten. Und das machen wir jetzt auch. Ja, Möglichkeiten ohne Ende. Ich setze jetzt hier meinen großen Stern hin und ich habe vorhin überlegt, es geht doch am besten mit diesen Klebepunkten, mit diesen Gluders. Und zwar kannst du überlegen, ob du die auf die Sterne setzt. Oder gleich auf die Spirale setzt. Wenn du auf die Sterne setzt, ist es gut, aber du musst gucken, dass du es ordentlich platzierst, nicht dass das dann da unten klebt. Ne? Ich setze erstmal die goldene Bande ein und dann die anderen. Und dann dazwischen. Jetzt hier immer drüber nachdenken, dass es gut, ja, am Finger sitzt da. Moment. Dass das gut schließt dann. Perfekt. Im Großen setzen wir noch da. Drüben setzen wir noch ihn hin, oder? Wird ja so offen sein. Ja. Also würde ich sagen, setze ich da einen hin. Klebt der Klebepunkt und einen von der nächst kleineren Fraktion. Ist die nächst kleinere schon die kleinste? Ja. Ist. Den setze ich daneben. Nämlich dahin. So, was haben wir noch? Wo kann noch? Dann geht noch ein goldener. Dahin. Und ein goldener geht an den Anfang. Wenn es Gold ist, ist Rot, Weiß. So, ja, du siehst, das ist wieder was, wo man richtig schön viel dran spielen kann. Dann können wir schon ein bisschen ins Umland arbeiten, aber erstmal hier noch ein paar Sterne dazwischen. Ich habe auch einige Sterne ausgestanzt aus passendem Designerpapier, siehst du ja. Und dann füllen wir das Ganze einfach in einen schönen Sternenregen.
Reigen auf. Kleines, ja, das geht hier mit den Klebepunkten wirklich am besten. Weil natürlich. Kannst du auch anders probieren mit Flüssigkleber. Ne, was auch immer. Probier einfach. Das muss mal so richtig sternenmäßig krachen. Geht's noch? Und dann setzen wir die Kleinen noch zwischen. Unten einen. Immer nur bedenken, dass es gut schließt. Oh, das hast du ja im Blick. Hier gibt es auch noch so einen kleinen. Und da hinten setzen wir, was setzen wir da noch hin? Schieben wir noch einen hin. Und gibt es noch was, was wir brauchen? Glaube, ich setze später noch so ein paar ganz kleine dazwischen. Die scheinen hier gerade schon wieder aus zu sein. Aber du hast es ja, du siehst es ja, wie ich mir das denke. Und ich hoffe, dir gefällt diese Sternenidee. So was kommt, wenn man nachts nicht schlafen kann. Dann passieren genau diese Ideen. Ja, der passt mir gerade jetzt hier nicht hin. Der geht mal da hinten hin für später. Ja, ich glaube, ich zeige dir das mal. Ich würde jetzt noch, Frage ist, ob diesen großen da drüben hinsetzen. Mache ich jetzt einfach. Und du kannst dich da gerne nochmal äußern, ob das zu viel ist oder zu wenig. Oder Text könnte man noch reinschreiben. Ja, ich sag mal so, mach mal zu. Nummer 1 und Nummer 2. Wir haben immer noch Sterne übrig. Mit denen haben wir noch neue Ideen. Genau. Erinner dich hier. Spirale. Genau. Irgendwas war da noch mit einer Apfelsine. Kann auch sein, dass wir das mit Apfelsinenschalen gemacht haben. Dann roch das besonders gut. Könnte das sein? Wenn ihr da Ideen habt, schreibt mir das einfach. Vielleicht haben wir ja ähnliche Kindheitserinnerungen. Okay, jo, ich zeige nochmal meine Pop-up-Karte Sternenregen. Die goldene Variante mit außen goldenem Stern. Und so geöffnet. Und die zweite Variante mit weiß außen. Trotzdem auch viel Gold. Und so gibt's den Sternenregen. Jo, ich hoffe, dir hat meine Idee gefallen. Dann geht's jetzt weiter mit den Sternen des Tages. Das ist wirklich ein absoluter Sternenregen auf dem Arbeitstisch. Kannst du mal da hinten? Ups, das verschiebt sich immer. So, jetzt. Jetzt aber kommen die Sterne des Tages. Was haben wir denn da? Wir haben hier erstmal den Afrika-Adventskalender. Da mal vorsichtig rein. Zieh mal ein Zettelchen. Stell den mal dahin. Mal so ein bisschen Stillleben auf dem Arbeitstisch machen. Mit wenig Arbeitsmaterial. So, Bändchen ab. Es gibt eine Story, eine Geschichte. Und zwar die Sage der San. Ich stelle die nachher auch auf meinen Blog. Wie immer. Ich will das erstmal und versuche das jetzt zu lesen. Das ist immer eine Sache der Brille und der Augen. Aber wir schaffen das. Lang genug Hände habe ich, Arme habe ich, aber das ist gar nicht das Thema. Sondern das wackelt einem. Okay, der Wind. In früheren Zeiten war der Wind ein Mensch. Und als solcher ging er umher und schoss die Tiere des Feldes. Da wurde er plötzlich in einen Vogel verwandelt. Da er nun nicht mehr auf die Jagd gehen konnte, breitete er seine Flügel aus, flog in die Berge und verbarg sich in einer Kluft. Diese Kluft wurde seine Heimat. Nur wenn er die Kraft seiner Schwingen üben will, dann verlässt der Wind die Berge und fliegt weit über die Erde. Aber die Menschen sehen es nicht, dass er ein Vogel ist. Wenn er fliegt, dann lässt er seine Blicke weithin schweifen
und sucht sich Nahrung. Sobald er seinen Hunger gestillt hat, kehrt er zurück in seine Kluft. Dort schläft er, bis er gestärkt wieder erwacht und von neuem seinen Flug über die Erde beginnt. Ja, das war die Sage der Sand über den Wind. Der Wind. Legen wir da hin und jetzt die Sterne. Wir haben Post aus Hünfeld von der Karin. Nein, das war falsch. Das ist heute wirklich wieder die Denknummer für mich. Leg das erstmal hin und dann fange ich nochmal von vorne an. Genau. Das wirst du gleich merken. Diese Herausforderung immer für mich, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Okay. Also, wir haben Post von Karen. Karen aus Hünfeld. Wir haben Post von Susanne aus Wurzbach. Von Karin aus Bargenstedt. Und von Heike aus Essen. So, Hünfeld liegt in der Mitte so, bei Fulda etwa. Dächte ich jetzt mal. Und da hole ich mal einen Stern aus dem Umschlag von Karen. Und zwar ist dieser geklebte, geschnitten und geklebte Stern mit mehreren Lagen. Das ist der Stern von Karen. Susanne ist das erste Mal dabei, würde ich sagen. Und wir schauen doch mal, was da kommt. Das ist schon mal hier so eine ganz kreative Tüte. Und ein Zettel drin. Und eine Pappe drin. Okay, das ist für mich. Ich gucke mir das gleich mal an. Und das ist das, was diejenigen, die diesen Adventskalender haben, heute drin haben. Und zwar ist das ein Drahtstern. Gewickelt, würde ich sagen. Es steht drauf, ein gesegnetes Fest. Und dann ist hier so ein Schweif dran. Das ist ja schon mal richtig cool. Hatten wir auch noch nicht. Okay, legen wir mal dahin. Ich guck mal, ich glaube, es steht eine Anleitung drauf. Das ist oben. Wunderbar. Ich freue mich, dass du dabei bist, Susanne. Und unten die Anleitung für die Sterne, weil da wird ja doch gerne gefragt. Also lese ich das jetzt mal hoch vor. Wir gucken mal. Hier habe ich den Pappstern. Den Pappstern ausschneiden, hat sie schon gemacht. Draht um den Stern wickeln. Okay, und das ist richtig fester Draht, ne? So Blumenbindedraht, würde ich sagen. Pappe im Kamin oder Lagerfeuer ausbrennen. Heiß. Deswegen mache ich das hier nicht auf dem Arbeitstisch, weil die Brandblasen, das will keiner sehen. Okay. Jetzt kommt 3b. Also 3 war Pappe im Kamin oder Lagerfeuer ausbrennen. 3b, wenn gewünscht, mit Wasser für einen Rosteffekt abwaschen. Okay. Dort hat sie ein bisschen gemacht. Das ist ein bisschen rostig. Ist cool. Sonst nur abbürsten. Okay, also ich denke, sie hat es ein bisschen gerostet. Ja, beliebig dekorieren. Hat sie auch gemacht. Schöne Idee. Danke für die Anleitung. Und herzliche Grüße, Susanne, nach Wurzbach. Ist das das Wurzbach, was ich denke? Oder ist es ein anderes Wurzbach? Habe ich mir wieder nicht notiert. Okay, der Stern von Karin aus Bargenstedt. Das ist Nordsee. Richtig. An der Nordsee. Fast an der Nordsee. Doch schon an der so Nordsee. So die Ecke Heide und Büsum und Husum und Bargenstedt und St. Peter-Ording. Ja, da gibt es diesen kleinen, feinen, gestanzten, mit diesem Stickrand geprägten, geklebten Stern. Der ist von Karin aus Bargenstedt. Ja, es muss Nordsee sein, fällt mir ein. Karin hat einen Blog und einen YouTube-Kanal. Machen wir wieder ein bisschen Werbung. Und zwar, sie heißt die Nordseestemplerin. Könnt ihr gerne mal schauen. Macht spannende Sachen. Genau, und jetzt kommt Heike aus Essen. Das zweite Mal ein Beitrag. Einen dritten gibt es noch, weil Heike war so nett und hat übernommen, als mir noch Leute fehlten. So wie einige andere auch. Und da hat Heike am Ende 3 Kalender gemacht. Und das ist schon cool, weil das hat uns geholfen, damit wir komplette Serien haben. Der Beitrag ist von Heike aus der Kategorie bunt gemischt. Meinen Händen drunter ist das ja wieder nicht so der Kracher. Ich mache das mal so. Heike macht viel mit Draht. Und das hier ist praktisch ein Drahtengel. Man kennt ja diesen Text, das kann man so halten oder das kann man so hinhängen. Ist auch schön. Ja, coole Idee. Ich halte das mal ein bisschen hoch. Da könnt ihr euch gleich mal merken oder gucken, wie man das drehen und wickeln könnte. Da werden ja sicher auch noch mal Fragen kommen. Fragt einfach. Wir geben das weiter. Ja, die tolle Idee von Eike. Jetzt haben wir es geschafft. Denkt an meine Umfrage.
Karten. Bin gespannt, ob sie euch gefallen. Ich hoffe es. Und ansonsten die Umfrage 1, 2 oder 3. Schreibt es einfach. Impossible Card, Inside Out Card, Peekaboo Card. Jo, und jetzt mache ich wirklich Schluss für heute. Ist Feierabend. Ich wünsche euch einen besinnlichen Abend und freue mich, wenn wir uns morgen Abend wiedersehen. Und hier gibt es weitere Ideen und Anregungen, Bastelanleitungen. Also könnt gleich weitergucken im nächsten Video. Oder wir sehen uns morgen. Bis dahin, ich freue mich auf euch. Ich bin die Angela von der Stempelfamilie.